EFT heisst eine neue Selbsthilfetechnik und sie kommt aus den USA langsam zu uns über. Es geht um Meridian. Bei mir heute oben ist ein Coach, ein EFT-Coach, nämlich der Herr Stefan Marchetz. Was macht man? Was ist das genau? Was macht man genau? EFT hat mit Meridian zu tun. Wir haben hier eine Figur. Wie funktioniert denn das? Und was, für was steht das eigentlich? Also EFT bedeutet Emotional Freedom Techniques und ist eine mentale Form von der Akupunktur. Nur, dass wir anstatt der Akupunktur wird Nadel in die Punkte hineinstechen. Wir benutzen unsere Fingerspitzen, um die Akupunkturpunkte auf dem Meridian, wo die Bioenergie fließt, zu stimulieren. Seht ihr 1000 Punkte? Welche benutzen Sie? Ja, also wenn wir alle würden benutzen, wären wir sehr, sehr lange dran. Nein, wir benutzen hauptsächlich 7 Punkte am Kopf, 1 Punkt auf der Brust und 1 Punkt auf der Seite. Für was eignet sich die Technik? Stress. Für Stress? Ja. Nur Stress? Ja, also wenn Sie jetzt daran denken, die Nervosität vor Live-Auftritt zum Beispiel. So, die also für mich wäre das ideal? Ja, und für mich natürlich auch. Sie haben das gemacht? Ja, ja, logisch, klar. Und wie fühlen Sie sich? Gut, sehr gut. Bekommst du. Ja. Jetzt wollen wir aber wirklich wissen, wie es geht. Ja. Sie haben jemanden mitgebracht. Frau Lörtscher, seit wann machen Sie die Technik selber? Seit ca. 3 Jahren, wenn ich sie anwende. Und für was? Eigentlich schon hauptsächlich so in Stresssituationen. Heute zum Beispiel, wobei habe ich extra nicht so geklopft, dass ich wirklich gestresst bin. Sind Sie jetzt gestresst? Schon, ja. Da wissen Sie, wie es geht. Herr Marchetz, jetzt können Sie uns das zeigen. Ja. Also, auf einer Skala von 0 bis 10, wie gestresst bist du? 8. 8? Ja. Und wo spürst du den Stress? In diesem Bereich, Brustbereich. Ja. Und hat der Stress irgendeine Form oder eine Farbe? Ist einfach heiß. Heiß. Ja. Okay, gut. Dann möchte ich bitten, einfach mir nachzusprechen und nachzuklopfen. Ja. Obwohl ich das heisse Gefühl heute Brust. Ich das heisse Gefühl heute Brust. Und mich das wirklich stresst. Und mich das wirklich stresst. Entscheide ich mich. Dass ich mich völlig entspanne. Obwohl ich das heisse Gefühl heute Brust. Und mich das wirklich stresst. Entscheide ich mich. Dass ich mich entspanne. Und das super Gefühl in dem Studio. Absolut geniessen. Obwohl. Ich so einen Stress habe. In meiner Brust. Spüre ich die Entspannung. Und ich spüre. Wie der Stress in meiner Brust. Verschwindet. Mein Stress in meiner Brust. Das heiße Gefühl in meiner Brust. Ich spüre, wie sich jede Zelle in meinem Körper entspannt. Ich spüre, wie sich meine Brust entspannt. Ich spüre, wie ich mich sicher und geborgen fühle. Ich spüre, wie es mir wirklich gut geht. Und wie ich schön ruhig bin. Und ich bin so ruhig und so entspannt. Und ich entscheide mich. Jetzt mit vollstem Genuss. Dieser Sendung zu folgen. Das wäre ein Durchgang gewesen, zum Beispiel. Das sieht total lustig aus. Ist es auch. Wirkt das? Gary Craig, der Begründer von EFT, sagt selber den Kurs, und ich meine Teilnehmer auch an den Kurs, weil es ist eine Selbsthilfemethode, oder? Dass es wahnsinnig lustig im ersten Moment aussieht. Und es ist auch, obwohl wir eigentlich ernste Themen angehen, darf auch gelacht werden. Also wir kreieren Entspannung. Aber Gary Lörtscher, es nimmt mich trotzdem Wunder. Sie sind jetzt hier wirklich in einer extremen Situation. Spüren Sie, ist es jetzt wöhler? Es ist mir wöhler, ja. Wirklich? Garantiert, ja. Wie funktioniert die Technik? Wie kann man die eigentlich lernen? Das Beste ist, dass man einen Eintageskurs macht. Das ist gerade ein Tag. Das ist eine Selbsthilfemethode. Es ist keine Therapie, es ist EFT-Technik steht für Technik. Und in einem Tag hat man also die Methode für sich gelernt und dann kann man damit arbeiten. Und wir hier machen es in einer Sekunde. Sie dürfen nämlich klatschen und in dem Sinn glocken.